Ja, immer mehr Kreuzfahrten sind trotz Corona jetzt wieder möglich. Ne? Es kommen immer neue Fahrtgebiete wieder hinzu, wo ihr wieder fahren könnt oder wo wieder Kreuzfahrten möglich sind. Allerdings, je mehr der Betrieb wieder aufgenommen wird, desto mehr Fragen kommen und desto mehr ja, Sachen müsst ihr wieder beachten, wenn ihr eine Kreuzfahrt jetzt unternehmt. Und damit sage ich, hallo, hier ist wieder Melanie vom Reiseteam Royal, eurer mobilen Reisevermittlung. Ja, es geht hin von den ganzen Tests, Impfmodalitäten zu, was ist denn auf den Schiffen Sache und in welche Häfen kommen wir denn überhaupt? So, und wir wollen heute einfach mal die wichtigsten Fragen und Antworten zu Kreuzfahrten in Corona-Zeiten in diesem Video klären. Ja, zuerst mal ist natürlich die Frage, komme ich als ungeimpfter Passagier überhaupt noch auf Schiffe? Und da müssen wir leider sagen, es ist ganz, ganz schwierig. Also die meisten haben mittlerweile fast sowas wie eine generelle oder haben eine generelle Impfpflicht, egal in welchem Fahrtgebiet sie unterwegs sind. Liegt oftmals aber auch ein bisschen an den Häfen, wo die Schiffe dann einlaufen, dass die das voraussetzen. Manches ist natürlich aber auch direkt auf den Schiffen so praktiziert oder von den Reedereien. Also gerade so die amerikanischen Anbieter waren ja eigentlich direkt dabei mit diesem Thema, wo hier noch komplett das Fahren mit Test quasi möglich war. So, aber die meisten haben es und von daher ist es für Ungeimpfte im Moment sehr schwierig, auf ein Schiff zu kommen. Aber es gibt dann doch noch zum Beispiel MSC, wo ihr noch in gewissen Gebieten, also so auch im Mittelmeer und so weiter, auch nur mit dem Test dann aufs Schiff kommt. Also da muss man dann gucken. Die Auswahl ist im Moment leider sehr, sehr begrenzt. Aber es ist dennoch möglich. In der Regel ist es aber so, dass sie auf jeden Fall, selbst die Geimpften, dann auch noch einen Test braucht. Und zu den Testmodalitäten kommen wir dann jetzt. Ja, also die Testmodalitäten sind wirklich sehr, sehr schnelllebig, würde ich jetzt mal so behaupten. Also wenn wir auch Interessenten haben und die fragen, wie ist das denn bei Anbieter XY, wie ist es da mit Test, reicht dieser oder jener Test, dann sagen wir immer, wir gucken nach. Weil, was gestern noch war, kann schon wieder heute anders sein. Wir empfinden das wirklich da als sehr schnelllebig im Gegensatz zum Landurlaub. Wenn da einmal die Einreiseregularien festgelegt sind, sind die in der Regel relativ stabil geblieben. So. Was aber auf jeden Fall alle gemeinsam haben, ist es egal, mit wem ihr reist, ob mit AIDA, mit TUI, mit MSC, mit Royal Caribbean, was es alles gibt. Alle verlangen vorab, unabhängig vom Impfstatus, einen Corona-Test. Sprich, ihr müsst ein negatives Testergebnis mitbringen. So, und da geht es dann schon wieder los, weil die einen sagen, es reicht ein Antigen-Test, bei den nächsten ist es ein PCR-Test. Dann ist es so, manchmal muss es der PCR-Test sein und dann eine gewisse Zeitraum vor der Kreuzfahrt auch nochmal ein Antigen-Test. Manche machen im Hafen nochmal einen Antigen-Test. Es gibt jetzt auch schon im Hafen einen PCR-Schnelltest. So, und das wird wieder überall anders gehandhabt und hat sich auch zwischenzeitlich immer mal wieder verändert. Teilweise liegt das natürlich auch an den Behörden vor Ort und an den Häfen, die angelaufen werden, dass die sagen, ja, geimpft oder nicht, das interessiert uns nicht. Wir möchten, dass ihr auf dem Schiff zum Beispiel auch nochmal testet, bevor die Leute an Land gehen. Da gibt es zum Beispiel in der Karibik so, so einige Ziele, wo es dann heißt, ja, dann aber auch nochmal, ne, vorab auf dem Schiff testen. Wir zum Beispiel mussten das in Barcelona nochmal. Wir durften zwar runter, aber mussten im Hafen nochmal testen, bevor wir dann einen Tag später halt komplett von Bord gegangen sind, also ausgeschifft haben. So, also das ist unterschiedlich und das kann sich zwischendurch auch immer wieder ändern, gerade wenn ihr weiter im Voraus was bucht. Keiner weiß, wie geht es jetzt weiter, auch im neuen Jahr nicht. Bleibt uns das alles noch lange erhalten? Hat das irgendwann mal ein Ende? Das weiß keiner. Also von daher, da müsst ihr ein bisschen flexibel sein und euch einfach immer erstmal vorab durchschauen, was wird überhaupt verlangt. Aber so viel kann man sagen, ein Test, in welcher Form auch immer, den braucht ihr. Und wichtig ist auch zu wissen, selbst wenn ein Antigen-Test reicht, es reicht keiner, den ihr jetzt irgendwo in der Apotheke kauft und dann zu Hause bei euch durchführt, sondern es muss einer sein, der dann, wo ihr dann so ein Testzertifikat bekommt. Und in der Regel ist es eigentlich egal, was das für Tests sind. Es gibt ja hier die unterschiedlichen. Es gibt hier auch eine Teststation, da kann man diese Spucktests machen. Die gibt es ja mittlerweile auch im Videocall mit Zertifikat. Gleiches gilt für den PCR-Test. Den gibt es mittlerweile auch für den Google-Test. Wer unsere Videos kennt, der weiß, dass wir da Videos zu haben, weil wir das selber gerne genutzt haben oder immer noch nutzen für gewisse Sachen. Aber jetzt hat kürzlich TUI Cruises in seinen Regularien aufgenommen, dass ein Spuck-Antigen-Test oder ein Gurgel-PCR-Test nicht akzeptiert wird. So. Also auch da sind noch wieder Feinheiten und von daher kann man da als Tipp einfach nur sagen,
Schaut euch mal an, wie so grob die Modalitäten dann sind, wenn ihr euch für eine Reise entschieden habt. Aber verlasst euch nicht komplett drauf, sondern guckt auch kurz vorher nochmal wieder rein, dass ihr dann wisst, was ist jetzt Sache. In der Regel werdet ihr dann auch informiert. Wir zum Beispiel machen das auch nochmal als Reisevermittler, dass wir, wenn wir einen Kunden haben, der eine Kreuzfahrt hat, dass wir dann kurz vorher nochmal, wir legen uns das alles auf Termin und gucken dann und sagen, okay, da hat sich was geändert, Kunde bitte eben drauf achten. So ist aber nicht die Regel, es ist einfach ein Service und auch den kann unser eins mal vergessen, es kann ein Termin verloren gehen. So und so wird es bei anderen eben auch sein. Deshalb rate ich jedem auch eigenständig, egal ob ihr im Reisebüro gebucht haben und die euch sagen, wir würden euch nochmal informieren oder ob ihr darauf verlasst, dass normalerweise dann vom Anbieter, von Fui, von wem auch immer da was kommen würde. Es kann immer was verloren gehen oder ihr überseht es. Deshalb unser wichtiger Tipp, den geben wir auch hier immer mit, schaut so circa eine Woche vorher nochmal, damit ihr notfalls noch schnell irgendwie einen Termin für einen PCR-Test oder so machen könnt. Ja, die Hygienemaßnahmen an Bord sind auch sehr individuell gestaltet. Von hier kennt man das jetzt vielerorts, sobald 2G ist, sprich nur Geimpfte oder Genesene, wobei Genesenenstatus, das ist auch noch so eine Sache, der zählt auf dem Kreuzfahrtschiff gar nicht. Also die, die nur Geimpfte mitnehmen, da hat auch ein Geneser keine Chance. Das ist also ein bisschen anders als hier an Land, wo diese 2G-Regel gilt. So, aber wenn ihr geimpft seid, also hier an Land, wie gesagt, wenn nur Geimpfte da sind und Genesene, dann ist es ja oft so, dass es keine Abstandsregeln mehr gibt, keine Maskenpflicht mehr gibt und man eigentlich so wieder ein Leben wie vor Corona in diesem Moment hat. Das ist auf den Schiffen in der Regel so nicht. Also da gibt es immer so, gerade in den Innenräumen, ihr müsst die Maske dann schon noch tragen. Ja, Abstände und so weiter, das ist also auch alles noch so gegeben, ne? Dass da also dementsprechend noch geachtet wird. Also das ist alles nicht ganz so locker wie hier an Land, wenn man unter nur Geimpften ist. So, aber es hat sich doch schon dann in dem Sinne einiges getan, dass vieles wieder möglich ist. Zum Beispiel AIDA hat ja jetzt ihr Ensemble wieder komplett so für Show, ne? Das ist jetzt wieder ein bisschen umfangreicher, als es eben vorher noch war. Es sind vielerorts wieder individuelle Landgänge möglich, sofern die Häfen selber oder die Länder selber das dann erlauben. Vorher war es ja so, dass das eigentlich so gar nicht stattgefunden hat, weil alle in ihrer Bubble quasi geblieben sind. So, da sind jetzt wieder ein paar Lockerungen gekommen. Allerdings muss man auch da immer wieder damit rechnen, dass sich das je nach Infektionslage und so weiter auch wieder schnell ändern kann. Also auch noch während einer Kreuzfahrt ändern kann. Das hören wir, das lesen wir, dass es da solche Sachen gibt. Und da müsst ihr euch einfach, wenn ihr in diesen Zeiten eine Kreuzfahrt macht, drauf einstellen. Und von daher, also ganz so locker, wie es teilweise an Land schon bei manchen Sachen zugeht, ist es dort immer noch nicht. Kann ein Vorteil sein, muss nicht, je nachdem, das muss jeder für sich selber dann wissen, was er da möchte oder nicht. Sind denn alle Routen, die angeboten werden, auch wirklich wieder so befahrbar? Ja, also da gab es ja jetzt auch schon einige Sachen, wo es einfach so ist, da gilt eigentlich das Gleiche wie bei den anderen Sachen. Im Moment ist nur eins sicher, und zwar, dass nichts sicher ist. Es gibt oftmals wieder ein Umrouting, das heißt, dann werden wieder andere Häfen angefahren, weil die einen Häfen jetzt doch sagen, oh nee, doch nicht, oder weil die Auflagen auf einmal so streng sind, dass man sagt, ah nee, das lieber, das muten wir den Passagieren nicht zu, was auch immer. Also da gibt es ganz viele Punkte, weshalb es dann sein kann, dass Routen, die ihr gebucht habt, geändert werden. Das kann euch auch, konnte euch auch schon vor Corona passieren. Also wir hatten das mal bei Norwegian, da ist irgendwie nach Buchung irgendwie 3 oder 4 Mal die Route geändert worden und so war es dann halt eben. Aber in der Regel kam das dann nicht so oft vor. Im Moment ist es dann immer mal wieder ein bisschen gehäufter, je nachdem. Auch da natürlich Infektionslage, alles spielt eine Rolle. Also da müsst ihr dann mit rechnen, dass sowas kurzfristig passiert. Und von daher solltet ihr auch da eine gewisse Flexibilität mitbringen, wenn ihr in diesen Zeiten eine Kreuzfahrt machen möchtet. Ja, und dann natürlich die Frage, was passiert im schlimmsten Fall der Fälle? Sprich, ich werde Corona-positiv getestet, wenn ich zum Beispiel am Hafen noch einen Test vor der Einschiffung machen muss. Ja, und auch da ist es so ein bisschen so, es hängt natürlich alles auch immer von der jeweiligen Reise ab, auch von dem Reiseland, wo ihr euch gerade befindet. Es wird ja auch teilweise, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf dem Schiff manchmal nochmal getestet, um dann am nächsten Tag in irgendeinen Hafen einlaufen zu können. So, also das ist ein bisschen abhängig davon. Prinzipiell kann man aber sagen, es ist alles sehr gut geregelt. Also da ist es jetzt überall Struktur drin, egal mit wem ihr da unterwegs seid. Das ist nicht mehr so wie damals, als Corona losging und noch keiner richtig wusste, was ist Sache, dass man auf einmal gesagt hat,
das ganze Schiff darf hier nicht einlaufen und die Leute kriegen ihre medizinische Versorgung nicht, wenn sie die denn benötigen oder was auch immer. Also da ist mittlerweile ja alles organisiert, da sind Abkommen auch mit den Häfen, wo man wieder, wo man jetzt die Routen wieder fährt und. Braucht ihr also so keine Gedanken zu haben. Auf den Schiffen sind die medizinischen Abteilungen natürlich jetzt nach fast 2 Jahren, bald Pandemie, auch entsprechend eingestellt und ausgestattet, sodass da erstmal ihr von der Versorgung her keine Angst haben müsst. Wenn, wie gesagt, am Hafen vor der Einschiffung getestet wird, ist es in der Regel oder oftmals halt ein Antigentest. Und wenn der positiv ist, wird mit einem PCR-Test nochmal abgesichert. Ist der dann negativ, geht die Reise ganz normal für euch weiter oder auch los, wie auch immer, je nachdem, wo ihr seid. So, ist der natürlich positiv, dann muss isoliert werden. Entweder ist dann irgendwo auch vor Ort ein Quarantänehotel, wo ihr bleibt, oder es wird vielleicht auch eine isolierte Rückreise direkt für euch irgendwie angeboten. Es war zum Beispiel bei MSC mal so, da sind welche auf dem Schiff dann getestet worden oder positiv getestet worden. Die sind dann im nächsten Hafen, die sind dann quasi von Genua mit dem Auto zurück nach Hause gebracht worden, mit so einer Limousine, alle voll in Schutzkleidung. Es gibt da ein Video zu bei YouTube auch, habe ich es irgendwo gesehen. So, die sind dann also einfach wieder nach Hause gefahren worden. So, das ist natürlich auch abhängig von der Destination und ob das jemand so anbietet. Aber die Möglichkeit wäre zum Beispiel auch eine, die dann gemacht wird. So, oder eben, wie gesagt, vor Ort. Wenn ihr natürlich mitten auf der Reise seid, sag jetzt mal, jetzt auch die ersten Transatlantiks sind ja wieder gestartet, wenn ihr da jetzt irgendwo 7 Seetage vor euch habt, dann gibt es auch auf dem Schiff Quarantäne-Kabinen, wo ihr dann untergebracht werden würdet, bis dann wieder ein Hafen erreicht ist, wo ihr ausgeschifft werden könnt. Also das ist wirklich alles gut organisiert und bisher war es ja auch so, dass es jetzt nicht so, wer weiß, wie Ausbrüche gab und von daher gehen wir einfach mal davon aus, dass auch für euch dann alles gut geht. Aber für den Fall der Fälle wisst ihr, dass ihr abgesichert seid. Eine wichtige Sache natürlich noch, worum ihr euch immer vorab kümmern solltet, ist der Versicherungsschutz, dass der eben auch Corona abdeckt. Manchmal ist es auch so, dann bietet die Reederei selber an und sagt, wenn ihr auf dem Schiff erkrankt oder so, dann geht das alles, dann ist das alles über uns abgesichert. Aber das müsst ihr eben vorher nochmal eben abklären, auch eure Versicherung nochmal gegenchecken, wie ist das da mit Corona oder Pandemie überhaupt. So, und dann seid ihr eigentlich gut versorgt und dann könnte, das Schlimmste, was dann eben ist, dass euer Urlaub dann natürlich nicht wieder so verläuft, wie er soll. Und dann muss man natürlich Daumen drücken, dass es keinen schlimmeren Verlauf gibt. Und ich glaube, dann ist es einfach ein Ärgernis, aber nichts, was jetzt dramatisch ist und wo man dann Angst haben müsste, dass man sagt, deswegen würde ich eine Reise nie antreten, weil da wäre dann das Chaos, wenn mir da unterwegs, wenn ich da positiv getestet werde. Ja, das waren so eigentlich die wichtigsten Fragen rund um Kreuzfahrten in Corona-Zeiten. Also zumindest das, was wir ganz oft gefragt werden oder was wir auch hören, was man auch in den sozialen Medien immer wieder an Themen liest. Und solltet ihr noch weitere Fragen haben, meldet euch einfach. Ansonsten sage ich Tschüss bis zum nächsten Video. Und falls ihr jetzt noch in Urlaub fliegt oder vielleicht auch eine Kreuzfahrt macht, wünschen wir eine schöne Reise.